Ahoi von der Mein Schiff 2 auf Dubai-Kreuzfahrt. Ja, große Aufregung. Ihr seht schon, ganz viele sind am Schauen. Was ist da los? Und zwar tauchte plötzlich am Horizont eine Rettungsinsel auf. Die sah der Kapitän, ja, Michael Block. Und was hat er gemacht? Wenn man so eine Rettungsinsel sieht, was macht man da natürlich? Dreht man dann um. Das ist für so ein Kreuzfahrtschiff natürlich relativ unvorteilhaft, weil die ja eine geplante Route haben mit geplantem Spritverbrauch. Und plötzlich dauert das natürlich dann viel länger, aber ist natürlich selbstverständlich. Ne? Wenn man so eine Insel sieht, dann muss man beidrehen. Tja, da waren wir also nun ganz, ganz nah dran an dieser Insel und man konnte immer noch nicht sehen, ist da jemand drin? Ja, also ging es noch ein bisschen näher dran und dann kam die Entwarnung, da ist niemand drin. 25 Personen sollen da reingehen, steht drauf. 25 persons, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und hier hört es ganz leise, da ist die Durchsage vom Kapitän, wo er sagt, alles in Ordnung. Ja, und dann ging es weiter. Dann wurde die Küstenwache alarmiert, dass diese Insel da mal entfernt wird. Denn das ist ja auch für andere Schiffe wichtig zu wissen, ne, dass da nun niemand drin ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Klickt mal rein auf die anderen Videos, die ich noch für euch vorbereitet habe von der Dubai-Kreuzfahrt. Und da sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.